Und was wir heute machen werden, ist vielleicht, hoffentlich, eine Möglichkeit für Sie, einmal mehr Luft zu holen und mit mir gemeinsam über etwas nachzudenken, das einfach als Problem spannend ist, auch wenn es vielleicht gar nicht sich so direkt, konkret übersetzen lässt in Übungsaufgaben oder geschweige denn Klausuraufgaben, bis auf einzelne Ausnahmen, die Sie vielleicht sich selber aus den Slides rausholen können. Aus der Erfahrung der zugehörigen Vorlesungen der Berechenbarkeitstheorie sage ich aber schon einmal vorneweg, nein, sie ist nicht einfach zu schwer und Sie brauchen nicht zuhören, weil sie ja eh so schwer ist. Nein, ich hoffe, dass Sie trotzdem mitverfolgen, worüber wir reden, weil heute eine Gelegenheit ist, über eines der vielleicht sogar das zentralste Problem der theoretischen Informatik genug mehr zu lernen, dass man danach kein Laie mehr ist, wenn man darüber spricht. Jetzt, wo Sie in der letzten Vorlesung mit mir zusammen die Komplexitätsklassen P und NP definiert haben, wissen Sie was, sagen wir mal mehr als, ich würde sagen, 99% Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger in diesem Land. Vielleicht schaffen wir es ja heute, zu den 99,9% oder 99,99% zu kommen, die auch noch ein bisschen verstehen, warum diese beiden Klassen eigentlich nicht nur wichtig, sondern auch wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten sind. In dieser Vorlesung heute möchte ich mit Ihnen über dieses berühmte P versus NP Problem sprechen. Jede und jeder von Ihnen hat früher oder später gehört, dass das irgendwie ein Problem ist und irgendwie wichtig. Es ist eines der 6 sogenannten Millenniumsprobleme des Clay-Instituts für Mathematik. Das heißt, dass es für seine Lösung einen Preis von 1 Million $ gibt, für die oder denjenigen, die die Lösung liefert. Sie können sich da oben die Webseite dazu anschauen, das sind auch die Regeln dafür, dass es nicht so wahnsinnig einfach ist zu behaupten, man hätte die Lösung gefunden. Aber vielleicht spannender ist dieser Text hier, in dem das Problem einmal sauber definiert ist, und zwar von diesem Herrn hier, Stephen Cook, der uns die nächsten paar Tage noch ein bisschen begleiten wird, die nächsten paar Vorlesungen, weil er nämlich einige wichtige Beiträge zu der Lösung oder zu dem Verständnis dieses Problems schon geliefert hat. Den gibt es übrigens immer noch, der lebt auch noch. Und das hier ist der Abstract oder der erste Abschnitt aus dieser offiziellen Problemstellung. Das Originaltext, ich empfehle Ihnen, tatsächlich mal reinzuschauen, der ist da oben verlinkt, der ist nur 9 Seiten lang und ist erstaunlich gut zu lesen, weil Stephen Cook hier wirklich versucht hat, einmal runterzukochen, was genau eigentlich das P- und NP-Problem so schwierig macht. Und hier steht noch einmal kurz die Zusammenfassung. Einfach noch mal kurz, ich glaube, ich habe Sie wahrscheinlich schon mal irgendwie gefragt, aber ich nehme immer an, dass es offensichtlich ist. Wer hat schon mal von dem P- versus NP-Problem gehört? Einfach damit alle mal die Möglichkeit haben. Wer hat denn noch nicht davon gehört, bevor Sie hier in diese Vorlesung gekommen sind? Eine Person ist mutig genug, die Hand zu heben. 2, okay, gut. Also, die Frage ist tatsächlich, ob diese beiden, die lässt sich jetzt, nachdem wir die Vorlesungen gemacht haben in den letzten, die letzten beiden, runterkochen auf die sehr einfache Frage, ist P gleich NP oder ist P eine echte Teilmenge von NP? Wir wissen schon, dass P mindestens eine Teilmenge von NP sein muss, denn jede Berechnung eines Zertifizierers für die Verifikation einer Lösung in NP ist eine Rechnung aus P. Oder umgekehrt, jede Rechnung aus P lässt sich darstellen als ein Berechnungspfad einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, die offensichtlich in polynomialer Zeit endet, weil sie ja in P liegt. Und weil Sie alle wissen, dass dieses Problem gibt, oder fast alle wissen, dass es irgendwie groß und wichtig ist, würde ich gerne mit Ihnen mehr darüber reden. Denn in vielen Behandlungen dieses Problems, in vielen Vorlesungen dieser Form, endet diese Debatte hier irgendwo. Wir sagen, ja, wir haben über P und NP gelernt und dann stellt sich einfach raus, es ist unbekannt, ob P gleich NP ist oder nicht. Und dann machen wir irgendwie so eine große Wolke außenrum und sagen, oh, das ist irgendwie ganz schwierig. Und glauben Sie ja nicht, dass Sie darüber nachdenken können, weil es haben schon ganz, ganz viele schlaue Menschen darüber nachgedacht, die haben alle keine Lösung gefunden. Das ist irgendwie unzufriedenstellend, wenn man eine universitär ausgebildete Informatikerin oder Informatiker sein möchte. Deswegen möchte ich heute gern versuchen, mit Ihnen ein Gefühl dafür zu entwickeln, warum das eigentlich schwer ist und ob es eigentlich auch Aspekte dieses Problems gibt, die gar nicht so schwer sind, die man vielleicht doch umgreifen kann. Damit man ein paar Sachen sagen kann dazu, warum, was man eigentlich darüber weiß und was man eigentlich nicht darüber weiß. Vorneweg sollte ich sagen, dass
Alle die Sachen, die ich heute Ihnen erzähle, werden ja auf einer relativ so seichten Ebene bleiben. Wir werden aber trotzdem ein paar echte Beweise machen. Ich habe auch den Anspruch, ein paar Sachen greifbar zu machen. Und die Inhalte, über die wir sprechen werden, stammen im Wesentlichen zum einen aus dem Buch von Arora und Barak, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Das ist ein ganz dickes, braunes Buch, nur über Komplexitätstheorie. Dieser Sanjeev Arora ist einer der großen Theorienamen. Und zum anderen aus dem Habilitationsvortrag, zumindest Motivationen für das, worüber ich spreche, aus dem Habilitationsvortrag von Frau Dr. Lena Schlipf, die wahrscheinlich viele von Ihnen schon kennen, unsere Teaching Specialist hier in Tübingen, die im Moment Spezialvorlesungen für die Theorie der Informatik hält, um unser Angebot an Sie an Inhalten aus der Theorie zu bereichern und die übrigens nächsten Sommer die nächste Version dieser Veranstaltung hier halten wird. Das heißt, falls Sie unzufrieden sind mit dem, was Sie bei mir lernen können, kommen Sie einfach in einem Jahr nochmal wieder und dann können Sie sich von Ihnen Herr Schlipf anhören, wie sie das Thema abdeckt. Und die hat vor kurzem ihren Habilitationsvortrag gehalten, Sie sehen, am 17. Juni, also gar nicht so lange her. Und da tauchten noch ein paar spannende Sachen auf, mit denen ich mich bislang noch nicht so viel beschäftigt hatte. Deswegen habe ich jetzt in den letzten 3 Tagen mich motivieren lassen davon und nochmal ein bisschen mehr nachgelesen, um besser zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Damit möchte ich überhaupt nicht behaupten, dass ich jetzt weiß, wo da die Probleme wirklich liegen, aber ich glaube, wir können jetzt gemeinsam darüber reden, was da eigentlich schwer ist und was auch einigermaßen klar ist. Also, begeben wir uns zusammen auf eine Reise in P und NP und versuchen besser zu verstehen, wie die auseinanderliegen. Wir fangen erstmal an, damit nochmal die Definition hinzuschreiben. Die sind aus den beiden letzten Vorlesungen noch einmal die Zusammenfassung. Erstens, was sind die beiden Klassen? Ja, P ist die Komplexitätsklasse aller Sprachen, die von einer deterministischen Turingmaschine in polynomieller Zeit entschieden werden können. NP ist die zugehörige Klasse für nicht deterministische Turingmaschinen. Und wir haben am Dienstag festgestellt, dass diese NP-Klasse interessant ist, weil alle Algorithmen, die in ihr liegen, die Eigenschaft haben, dass sie aus einem nicht deterministischen Schritt bestehen, so einem großen Blow-up von möglichen Problemen, möglichen Lösungen, die man alle ausprobiert, gefolgt von einer Rechnung, die man als die Verifikation eines Zertifikats interpretieren kann, durch eine deterministische Turingmaschine. Das bedeutet, die Probleme in NP sind genau die Probleme, die leicht zu verifizieren sind, also in polynomieller Zeit von einer deterministischen Turingmaschine verifizierbar sind. In diesem Sinne ist also NP eine Klasse von Problemen, die in einer bestimmten Art und Weise dann wieder leicht sind. Nämlich, wenn einem jemand die Lösung zeigt, dann ist die Lösung leicht zu verifizieren. Und das ist vielleicht die beste Art, über diese Klasse nachzudenken. Es ist verlockend, über sie nachzudenken als eine Klasse von so irgendwie exponentiell schweren Problemen, kombinatorischen Problemen, wenn Sie so wollen. Wir werden aber gleich sehen in unserer weiteren Diskussion, dass diese Intuition ein bisschen gefährlich ist. Sie ist aber nicht vollkommen falsch, zumindest ist nicht klar, ob sie vollkommen falsch ist. Sie ist einfach nur gefährlich. Und um dem näher zu kommen, möchte ich jetzt erstmal eine Sequenz von Aussagen konstruieren und präsentieren, die uns ein Gefühl dafür geben, dass es durchaus eine gewisse Hierarchie in Komplexität gibt. Es ist nicht einfach so, dass überhaupt nicht klar ist, wie verschiedene Probleme zusammenhängen und dass die irgendwie, man niemand weiß, was da wo, wie gleich oder ungleich ist. Es gibt durchaus Möglichkeiten, sehr präzise Differenzierungen zu machen zwischen verschiedenen Komplexitäten von Problemen. Es ist dann eben nur subtil, für welche Klassen genau wie auseinanderzuhalten sind. Und um das zu machen, muss ich zunächst einen technischen Begriff einführen, der immer auftaucht auf solchen Slides und der leider so ein bisschen unhandlich ist, den wir aber trotzdem brauchen. Der heißt, das ist die Idee der Platz- und Zeitkonstruierbarkeit. Wir werden im Folgenden, wann immer wir solche Abschätzungen mit dem großen O machen, wird in diesem großen O werden irgendwelche Funktionen stehen, Polynome, Exponentialfunktionen, Logarithmen und so weiter. Und wir werden dann immer davon ausgehen, dass das Funktionen sind, die wir da reinschreiben, welche platzkonstruierbar oder zeitkonstruierbar sind, je nachdem, ob wir über Zeit- oder Speicherkomplexität sprechen. Und solche Funktionen heißen platzkonstruierbar, machen wir erstmal die. Eine Funktion heißt platzkonstruierbar, wenn es eine deterministische Turingmaschine gibt, die den Wert der Funktion in Speicherkomplexität O von dem Wert der Funktion selber berechnet.
Das heißt, eine Turing-Maschine, die um die Ausgabe einer Funktion zu berechnen, nicht mehr Speicherplatz braucht, als der Wert der Funktion selber groß ist. Darunter steht nochmal eine saubere Definition damit, was das genau heißen soll, aber das reicht eigentlich als Satz. Und das Gleiche gilt für die Zeitkonstruierbarkeit. Eine Funktion heißt zeitkonstruierbar, wenn es eine deterministische Turing-Maschine gibt, die die Abbildung von einer Eingabe auf den Wert der Funktion von der Länge der Eingabe in Zeit O von Wert der Funktion von Länge der Eingabe berechnet. Warum brauchen wir die? Ja, leichte Intuition dafür ist, also zunächst mal quasi alle Funktionen, über die Sie so nachdenken können auf einer Turing-Maschine, die von Interesse sind, sind von diesem Typ. Insbesondere der Logarithmus, die linearen Funktionen, die Polynome, die Exponentialfunktionen und so weiter, die sind alle von diesem Typ. Wir schränken uns da nicht groß ein. Man muss nur, wenn man dann irgendwie so Aussagen hat nachher wie für alle Funktionen f und s oder f und g oder so, dann muss man aufpassen, dass man da nicht aus Versehen was sagt, was gar nicht stimmt. Denn es könnte ja Funktionen geben, oder es gibt auch bestimmte Funktionen, die zwar gar nicht so hohe Werte haben, also deren Werte auf eine Art relativ klein bleiben, die aber so viel Struktur haben, dass man eine sehr lange Rechnung machen muss, um ihren Wert zu bekommen. Und das ist dann in solchen Abschätzungen von Zeitkomplexität oder zugehörig Speicherkomplexität analog unter Umständen ein technisches, subtiles Detail. Das heißt, ab sofort in den restlichen Folien dieser Vorlesung gehen wir immer davon aus, und ich erwähne es auch immer wieder, wenn solche Funktionen auftauchen, dass die Zeit und oder Platz konstruierbar sind. Nichts, worüber Sie sich groß Kopfschmerzen machen müssen. So, jetzt fangen wir an mit diesen Abschätzungen in Komplexität. Ich möchte als ersten Schritt Ihnen mitgeben, dass es durchaus möglich ist, zu sagen, eine Aufgabe ist eine Klasse an Problemen, ist echt kleiner als andere, oder zumindest sie sind irgendwie ineinander geschachtelt und sie sind entweder Teilmengen oder identisch. Eine erste Art von dieser Aussage kennen Sie schon aus der Vorlesung 18, nämlich, dass Zeitkomplexität eine untere Schranke an Speicherkomplexität ist, in dem Sinne dieser Aussage, dass für alle Funktionen t die Klasse Time t von n Teilmenge oder gleich zu Space t von n ist. Die Intuition dafür haben wir schon gesehen, nämlich, der Beweis steht hier einfach nochmal kurz reinkopiert, das Schlimmste, was einer Turing-Maschine passieren kann, wenn es um Speicherkomplexität geht, ist, dass sie in jedem einzelnen Rechenschritt einmal nach rechts fahren muss, also immer eine neue Zelle auf dem Band bearbeiten muss. Und damit hat sie in Zeit n höchstens O von n Elemente auf dem Band beschrieben. Das bedeutet, dass die Probleme, bei denen die Herausforderungen aus der Rechnung bestehen, nicht aus dem Aufschreiben, aus dem Merken. Ja, Sie können sich vorstellen, es gibt quasi Probleme, bei denen man sich was merken muss und Probleme, bei denen man was manipulieren muss. Und die Probleme, bei denen man was manipulieren muss, die sind auf eine Art herausfordernder, weil man in der gleichen Zeit weniger mit Zeit anfangen kann als mit Speicher. So, also Zeit ist irgendwie in Space. Und daraus haben wir schon den Korrelar geführt, dass natürlich das auch gilt für die Polynome. Also wenn t ein Polynom ist, dann steht hier schon p ist Teilmenge oder gleich zu p Space. P Space sind die Probleme, die Menge aller Sprachen, die von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomiellem Speicher bearbeitet werden können. Wichtig ist hier kleiner gleich. Wir haben kein echtes kleiner hier. Es geht aber auch andersrum. Es gilt auch folgender Satz, dass für jede platzkonstruierbare Funktion, da ist das komische Wort, die größer als der Logarithmus ist, gilt, dass die Klasse der Sprachen, die in Space Complexity S von n entschieden werden können, eine Teilmenge oder gleich zu der Menge der Sprachen ist, die in Time C hoch, O von Time C hoch S hoch S von N entscheidbar sind. Das heißt, dass also die in exponentiell längerer Zeit entscheidbar sind. Das heißt, wir haben sowohl eine Nestung von Time in Space als auch Space in eine exponentiell größere, scheinbar größere Menge in Zeitkomplexität. Warum ist das so? Ja, die Idee dazu ist,
dass wenn Sie eine Berechnung haben, die eine bestimmte endliche Menge an Speicher braucht, was auch immer dieser Speicher ist, aber er ist klar endlich beschränkt, dann heißt das, dass auch die Zahl der Konfigurationen, durch die die Turing-Maschine gehen kann, endlich ist. Und zwar tatsächlich exponentiell wirklich größer. Also Sie wissen halt über die möglichen Kombinationen an Konfigurationen oder die Anzahl der Konfigurationen, die aus einer bestimmten endlichen Menge von Zellen auf dem Band entsteht, nachdenken. Und die ist eben exponentiell größer, weil es eine kombinatorisch größere Menge ist. Das ist etwa die Beweisidee. Hier steht es auch nochmal irgendwie ein bisschen anders ausformuliert. Also der Beweis ist so ein bisschen wie beim Pumping-Lemma oder auch ein bisschen wie bei den Wortproblemen von endlichen Automaten, also zum Beispiel endlichen Automaten, aber ich habe jetzt auch noch hier die LBAs drinstehen, übrigens kurz zur Erwähnung, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, LBAs, ich habe es glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, LBAs steht für Linearly Bounded Automaton, linear beschränkter Automat, das ist die Variante der Turing-Maschine, deren Eingabeband endlich ist, aber ansonsten identisch. Oder genau genommen, deren Eingabeband linear beschränkt ist auf der Länge der Eingabe. Ja, das ist aber fast das gleiche wie eine Turing-Maschine, deren Band einfach genauso groß ist wie ihre Eingabe. Und die gehört zu den Typ 1 Sprachen in der Chomsky-Hierarchie. Das ist genau das entsprechende Automat. So, also, weil eine Beschränkung auf dem Speicher indirekt auch eine Beschränkung auf dem ist, was man ohne Wiederholung überhaupt machen kann auf einer Rechnung, wie viele mögliche Konfigurationen man durchgehen kann, ist also so, dass die Menge der Sprachen, die in Zeitkomplexität lösbar ist, höchstens exponentiell größer, exponentiell kleiner ist, als die der Sprachen, die in Space-Komplexität lösbar sind. Und das kann man übersetzen dann in so eine Aussage, die ungefähr so aussieht, dass die Menge aller Sprachen, die in logarithmischem Speicher von einer deterministischen Turing-Maschine lösbar sind, Teilmenge oder gleich der Menge der Sprachen, die in polynomieller Zeit von einer Turing-Maschine deterministisch entschieden werden können, welche wiederum Teilmenge oder gleich ist zu der Menge aller Sprachen, die in polynomiellem Speicher entschieden werden können. Und diese ist wiederum Teilmenge oder gleich zu der Menge aller Sprachen, die von deterministischen Turing-Maschinen in exponentieller Zeit entschieden werden können. Das heißt, da gibt es schon irgendwie so eine Struktur, die so eine Art teilweise Ordnung konstruiert auf diesen, sagen wir mal, drei zueinandergehörigen wichtigen arithmetischen Funktionen, ja, Logarithmus, Polynom, Exponentialfunktion. Allerdings sind hier überall kleiner Gleichzeichen, ja, Teilmenge oder Gleichzeichen. Und alle diese Aussagen sind alle für deterministische Turing-Maschinen. Das PNP-Problem, da geht es ja um den Unterschied zwischen Determinismus und Nichtdeterminismus. Das heißt, die nächste Frage ist, wie passen eigentlich die nicht-deterministischen Komplexitätsklassen in diese Hierarchie rein? Und auch da gibt es wieder Sätze, die durchaus Verbindungen herstellen. Ein erster solcher Satz steht hier oben, dass nämlich für jede Sprache, die aus NP ist, für die es also eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die in polynomieller Zeit entscheidet, es ein Polynom P gibt und eine deterministische Turing-Maschine M, so dass M die Sprache L in der Zeit 2 hoch P von N akzeptiert. Also anders gesagt, NP ist eine Teilmenge oder gleich zu deterministisch X-Time. Genau diese Aussage, etwas vager, habe ich schon am Dienstag gemacht und so ein bisschen mit den Händen gewedelt und gesagt, die NP hat schon irgendwie was mit exponentiell komplex zu tun, in dem Sinne, dass alle Probleme, die in NP sind, auch von einer deterministischen Turing-Maschine entschieden werden können, in höchstens exponentiell mehr Zeit. Das ist die formal präzisere Übersetzung der Aussage, die wir ganz zu Beginn der Veranstaltung immer wieder gehabt haben, dass nämlich Determinismus, Nicht-Determinismus irgendwie so eine höchstens exponentielle Ermächtigung des Automaten darstellt. Sie erinnern sich, wir haben immer wieder diese Berechnungsgraphen hingemalt und gesagt, ein deterministischer endlicher Automat, eine deterministische Turing-Maschine, eine nicht-deterministische endlicher Automat, eine nicht-deterministische Turing-Maschine und so weiter, die machen diese Berechnungsbäume auf.
Anstatt einen bestimmten Pfad zu laufen, der deterministisch ist, kann an jedem Punkt der Berechnung mehrere verschiedene Optionen gefolgt werden. Und dadurch entsteht so ein baumartiger Graph. Und dann haben wir irgendwie mit den Händen gewedelt und gesagt, naja, Bäume sind halt irgendwie exponentiell größer als lineare Graphen, weil an jeder Ebene in dem Baum die Zahl der Optionen multipliziert wird. Ja, und dann haben wir für Tiefe d und Branching-Faktor b haben wir sowas wie b hoch d an Anzahl Knoten und das ist irgendwie exponentiell. Und dann haben wir dann typischerweise in der Berechenbarkeit haben wir dann festgestellt, ja, das ändert aber nichts, weil auch ein exponentiell größeres Objekt ist immer noch endlich und immer noch abzählbar und so. Und deswegen kann man mit Nichtdeterminismus bei den Turing-Maschinen in der Berechenbarkeit nicht mehr anfangen, aber man kann halt irgendwie Zeit sparen. Diese vage Aussage, die ist hier jetzt sehr viel präziser formuliert. Nämlich, man kann durch Nichtdeterminismus höchstens exponentiell komplexere Probleme lösen. Höchstens. Nicht genau größer, sondern höchstens. In dem Sinne, dass NP Teilmenge oder gleich zu deterministisch exponentiell Time ist. Übrigens nennt man diese Klasse hier auch einfach oft EXP, EXP. Ich habe aber trotzdem jetzt das D und das Time davor dahinter geschrieben, um klarzumachen, um was es geht, nämlich um die Klasse der Probleme, die von einer deterministischen Turing-Maschine in exponentieller Zeit entscheidbar sind. Hier drunter steht nochmal der Beweis, jetzt etwas ausführlicher. Ich habe aber im Prinzip den gleichen Beweis schon mehr mit Händewedeln am Dienstag gemacht, um zu sagen, naja, man kann eben die Berechnung einer nichtdeterministischen Turing-Maschine, den ganzen Baum, auch durch eine nichtdeterministische Turing-Maschine, auf der universellen Turing-Maschine, nachsimulieren, indem man irgendeine Ordnung auf die Knoten in diesem Berechnungsbaum legt und den dann in der Ordnung folgend der Reihe nach abarbeitet. Für Entscheider, also für nichtdeterministische Turing-Maschinen, die ihr immer anhalten, was, über die wir hier reden, ist auch diese Ordnung nicht so wahnsinnig ein Problem, weil der Baum insgesamt endlich ist. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass man da irgendwo in so ein endloses Tal irgendwo abfährt. Okay, das heißt, wir wissen jetzt schon, Time is in Space und Space ist in Exp von Time. Das ist in dieser Richtung, sagen wir mal. Und außerdem ist NP in D-Exp-Time. Ja, also durch Determinismus gewinnen wir höchstens exponentielle Speed-Up und Speicher und Laufzeit sind in so einem logarithmischen Verhältnis zueinander. Und dann gibt es noch ein paar weitere. Es gibt übrigens analoge Aussagen, ganz analoge Aussagen für die Zeit- und Space-Hierarchie für nicht-deterministische Turing-Maschinen. Hier stehen sie nochmal. Also hier stehen zwei Lemmata, einmal für Time in Space und einmal Space in Exp von Time. Für nicht-deterministische Turing-Maschinen, also hier steht ein N jeweils da davor. Die sind relativ mehr oder weniger so ein Nachgedanke, diese Aussagen. Die funktionieren nämlich vom Beweis ja ganz genauso wie die für die deterministischen Turing-Maschinen, also die wir gerade eben gesehen haben. Das heißt, Sie können auch den Beweis nachgucken, der steht im Chomkowicz, das ist übrigens das andere Buch, wo sehr relativ viel über Komplexität drin steht, auch sehr gut, schwer zu empfehlen, steht auch in der Bücherei. Der Beweis ist im Prinzip genau die gleiche Idee wie das, was ich gerade eben gemacht habe, nur jetzt sind es halt nicht deterministische statt deterministische Turing-Maschinen. Es gilt sogar etwas präziser, dass die gleiche Aussage hier auch für deterministische Turing-Maschinen geht, wo links nicht deterministisch und rechts deterministisch steht. Also die Probleme, die von einer nicht deterministischen Turing-Maschine in Space von S von N lösbar sind, die sind auch von einer deterministischen Turing-Maschine in Time von Konstante hoch S von N entscheidbar. Und der Beweis folgt im Prinzip dem Ding da oben drüber. Das heißt, da gibt es auch wieder eine direkte Verbindung zwischen nicht deterministisch und deterministisch. Das hier übrigens ist die allgemeinere Formulierung von dieser Aussage hier. Ja?
wenn das für Sie Sinn macht. Also hier ist es spezifisch für Polynom und Exponential. Wenn hier S ein Polynom ist, dann steht es im Prinzip hier. Aber es geht eben allgemeiner für platzkonstruierbare Funktionen. Das heißt, wir können das auch hier mit dem Logarithmus und den Polynomen machen. Wie funktioniert der Beweis? Ja, also vielleicht kurz als Hinweis für diejenigen, die es interessiert. Warum funktioniert das hier mit Space und Time und warum kann ich hier das N und das D quasi fallen lassen? Ja, das liegt daran, dass auch nicht-deterministische Turing-Maschinen, wenn sie endlich viel Speicher benutzen, auch in ihrer Zahl der Konfigurationen beschränkt sind, auf die ähnliche Art und Weise wie die deterministischen Turing-Maschinen. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, weil man in nicht-deterministischen Turing-Maschinen eine andere Art von Schleifen haben kann. Man kann nämlich einen Berechnungspfad einmal folgen, zurückkehren zu einer Konfiguration, die man vorher schon mal hatte, und dann anders abzweigen, weil man nicht deterministisch woanders hingehen kann. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen und zählen, und der Beweis wird ein bisschen komplizierter, aber man kann trotzdem nur höchstens exponentiell öfter eine Konfiguration durchgehen, bevor man wieder in der Schleife ist und dann doch wieder das Gleiche wieder wiederholt. Deswegen bleibt weiterhin so ein Bound hier, sind nur andere Cs. Okay, das waren Aussagen, die man relativ einfach so direkt auf einer Slide irgendwie zeigen kann. Es gibt aber auch durchaus nochmal etwas reichhaltigere Aussagen, die schon ein bisschen Struktur wiedergeben. Und ein berühmter solcher Satz, der erste von mehreren, die ich Ihnen heute sagen werde, ist der Satz von Savage. Der sagt was darüber aus, dass, wenn es um Speicherkomplexität geht, nicht-deterministische Turing-Maschinen kaum helfen. Dass Nicht-Determinismus nur wenig Speicher, nämlich nur polynomiell viel Speicher, spart. Hier ist diese Aussage, für alle platzkonstruierbaren Funktionen S, die größer sind als der Logarithmus oder gleich, gilt, dass die Menge der Probleme, die in nicht-deterministisch Platz von S von N entscheidbar sind, Teilmenge oder gleich ist zu der Menge der Probleme, die in Space, also deterministisch Space, von S von N Quadrat lösbar sind. Das kleine Quadrat oben drüber, das Quadrat ist entscheidend. Das heißt, ja, nicht-deterministische Turing-Maschinen sparen, können potenziell durch Nicht-Determinismus irgendwie Speicherplatz sparen, aber nicht viel. Nur höchstens so ein Faktor Wurzel. Ja, also sie brauchen Wurzel so viel Speicherplatz wie die deterministischen. Also Nicht-Determinismus, der ja was mit dem Übergang zwischen den Zuständen zu tun hat, hilft also nur sehr begrenzt im Speicherplatz. Und das bedeutet insbesondere, dass, also anders gelesen, steht hier eine generellere Aussage, die für den Fall, dass S ein Polynom ist, auch sagt, dass P-Space gleich NP-Space ist. Also, dass die Menge aller Probleme, die im polynomiellen Speicherplatz entscheidbar sind, durch deterministische Turing-Maschinen, identisch ist zu der Menge aller Probleme, die von nicht-deterministischen Turing-Maschinen in polynomiellen Speicher entschieden werden können. Aha, also bei Speicherkomplexität ist das alles überhaupt nicht so kompliziert. In Speicherkomplexität ist P gleich NP bekannt, aber eben nur für Speicher, nicht für Zeit. Das heißt, das Speichern von Objekten ist auch ein sehr irgendwie, wie viel Platz man braucht, um was aufzuschreiben, ist was, was sehr gut verstanden ist. Das ist keine Herausforderung. Und Nicht-Determinismus hilft einem nicht. Das heißt, es ist auf eine Art fast noch überraschender, dass es, wenn wir dann über Laufzeit sprechen, plötzlich alles ganz kompliziert wird. Und es sagt was darüber aus, dass das Verarbeiten von Informationen was irgendwie was Komplexeres ist als das Speichern, das Festhalten, das Darstellen. Darstellen ist einfacher als Manipulieren. Mit diesen ganzen Aussagen, die ich jetzt da der Reihe nach Ihnen entgegengeworfen habe, haben wir jetzt, ich fasse sie nochmal alle zusammen, eine Menge an Aussagen, die man die fundamentale Komplexitätsklassenhierarchie der sequentiellen Berechnungen nennt. Und hier stehen sie nochmal alle. Also, die Logspace, die Menge aller Probleme, die von deterministischen Turing-Maschinen in logarithmischem Speicherplatz entschieden werden können, ist eine Teilmenge oder gleich zu n Logspace, also nicht deterministisch-logarithmische Speicherplatzkomplexität, ist eine Teilmenge oder gleich zu p, Menge aller Probleme, die von deterministischen Turing-Maschinen in polynomialer Zeit entschieden werden können, Teilmenge oder gleich np, Menge aller Probleme, die von nicht deterministischen Turing-Maschinen in polynomialer Zeit entschieden werden können, Teilmenge oder gleich von p
Space, Menge aller Probleme, die von deterministischen Turingmaschinen in polynomieller Speicherzeit entschieden werden, Speicherplatz entschieden werden können. Diese ist überraschenderweise identisch zu NP-Space nach dem Satz von Savage. Huch, ein Gleichheitszeichen. Große Überraschung. Dieser ist wiederum Teilmenge oder gleich. Dex-Time, also Menge aller Probleme, die von deterministischen Turingmaschinen in exponentieller Zeit entschieden werden können. Kann man fast schon einen Rap draus machen. So, das heißt, noch mal kurz, was ist hier wichtig? Ja, also, diese Schritte von Logarithmus zu Polynom zu exponentiell, die liefern eine Hierarchie, in der sowohl Speicher als auch Zeit als auch Determinismus und Nichtdeterminismus miteinander eine teilweise Ordnung bekommen. Nichtdeterminismus ist größer gleich Determinismus und Speicher ist in dieser Art von Ordnung kleiner gleich exponentiell größerer Zeit. Also von Logarithmus zu linear, von linear zu exponentiell. Und jetzt ist es so, dass für keine einzige dieser Inklusionen, für jedes dieser kleiner Gleichzeichen, hier, 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 hier und hier, bekannt ist, ob sie echt ist, also ob da kein Gleichheitszeichen drunter stehen sollte, weil es eine echte Teilmenge ist, oder ob sie strikt ist, also ob sie sogar identisch ist. Es ist aber bekannt, und das werden wir gleich sehen, wir machen den Beweis dazu, dass da irgendwo drin versteckt tatsächlich Ungleichungen stehen müssen. Wir wissen nur nicht wo. Ich werde nämlich gleich zeigen, das mache ich noch vor der Pause als letztes, dass diese Klasse strikt kleiner ist als diese Klasse und diese Klasse strikt kleiner ist als diese Klasse. Das heißt, dass wenn wir Determinismus und Zeit oder Speicher festhalten, also sagen, wir betrachten nur Time und nur deterministisch oder nur Space und nur deterministisch, dann können wir tatsächlich strikte Unterschiede etablieren. Die beantworten aber natürlich nicht die Frage, die uns eigentlich interessiert, nämlich die mit P und NP. Aber sie hilft uns, eine erste sehr große Verwirrung aus dem Raum zu werfen, nämlich eine erste Idee, also ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, aber für mich war lange Zeit, als ich angefangen habe, darüber nachzulesen, dass so ein Gedanke, dass ich mir gedacht habe, naja, so schwer kann das doch nicht sein, zu zeigen, dass diese beiden Klassen irgendwie unterschiedlich sind, weil ganz grob geht es doch da um so irgendwie kombinatorische Probleme, ja, so Sachen, die irgendwie exponentiell größer sind als Probleme, die man so durch lokale Vergleiche oder durch Strukturvergleiche entscheiden kann. Und es muss doch irgendwie klar sein, dass es Probleme gibt, die einfach exponentiell schwer sind, wo man einfach alle möglichen Kombinationen durchprobieren muss. Und die sind natürlich dann größer als die man mit irgendwelchen Mustern nutzen kann. Es muss Probleme geben, die einfach gar keine Muster haben. Und wenn ein Problem gar kein Muster hat, dann ist es natürlich nicht in polynomieller Zeit entscheidbar. So ist irgendwie so der naive Gedanke. Und das stimmt sogar, geht aber leider an der Natur dieser PNP-Frage vorbei. Es ist nämlich was ich gerade beschrieben habe, ist nämlich vielleicht die vage, intuitive Beschreibung von genau dieser Aussage hier unten, dass nämlich P tatsächlich strikt kleiner ist als Exp. Und deswegen mache ich jetzt diesen Beweis einmal für Sie, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Takeaway ist, dass der Unterschied zwischen P und NP ist nicht die Frage, ob strukturlose Probleme existieren oder nicht, denn die existieren definitiv. Die Frage ist nur, ob alle solche Probleme von nichtdeterministischen Turingmaschinen in polynomieller Zeit entschieden werden können. Oder ob es da einfach Probleme gibt, die so strikt größer sind, dass es dafür keine nichtdeterministische Turingmaschine gibt, die in polynomieller Zeit entscheidet. Wie also macht man das? Dazu gibt es ein Theorem, das heißt das Zeithierarchietheorem. Der Beweis dazu stammt aus dem Arora und Barak. Und es funktioniert folgendermaßen. Sieht ein bisschen lang aus, die Slide, wir machen sie jetzt. Keine Sorge, ist gar nicht so kompliziert, ist ein Diagonalisierungsbeweis. Haben Sie schon mal gesehen. Erst die Aussage, der Satz ist für zeitkonstruierbare Funktionen f und g mit der Eigenschaft, dass f
Naja, strikt diese Gleichheit hat, dass fn log fn gleich klein o von g von n ist, also strikt langsamer wächst, gilt, dass die Menge der Probleme, die in deterministischer Zeit, die deterministisch in Zeit f von n entschieden werden können, strikt kleiner, das ist eine Teilmenge ungleich, strikt kleiner der Probleme ist, die in Zeit gn deterministisch entschieden werden können. Und der Beweis dafür ist erstaunlich greifbar. Das ist ein Diagonalisierungsbeweis. Und wir machen eine Variante davon. Wir zeigen nämlich für den Spezialfall, dass f die lineare Funktion ist und g n hoch 1,5. Und das Argument geht auch für andere Exponenten. Man muss nur einen logarithmischen Schritt dazwischen lassen. Deswegen taucht nämlich genau hier dieser Logarithmus auf. Wir werden gleich sehen, warum. Machen wir den Beweis. Also angenommen, wir behalten hier n und n hoch 1,5. Dann betrachten Sie jetzt konkret die folgende deterministische Turingmaschine. Wir nennen sie D. Und Sie wissen schon, ich habe schon gesagt, da kommt jetzt ein Diagonalisierungsbeweis. Sie wissen, wenn man Diagonalisierungsbeweise führt, da kommen immer so Maschinen, die auf sich selber oder auf einer Variante von sich selber operieren. Genau das passiert jetzt. Also, und dann das Gegenteil machen von dem, was man glaubt, dass sie machen sollen. Ne? Angenommen, wir haben folgende deterministische Turingmaschine, dieser gelbe Block hier. Auf Eingabe x simuliert diese Maschine D auf der universellen Turing-Maschine U die Turing-Maschine, die zu der Eingabe x gehört, wenn wir x als Gödelnummer interpretieren. Ja, also da kommt eine Eingabe rein, das ist ein String, eine natürliche Zahl. Wir checken, ob dieser String eine Gödelnummer ist, wenn da keiner ist, machen wir gar nichts. Und wenn sie eine Gödelnummer ist, dann simulieren wir die zugehörige Turing-Maschine und zwar für genau Länge der Gödelnummer hoch 1,4 Schritte. 1,4 ist kein Tippfehler. Wichtig ist, 1,4 ist weniger als 1,5. So lange lassen wir das Ding laufen. Und dann, während es läuft, schauen wir ihm zu. Und wenn diese Maschine M, die da simuliert wird, von D auf der universellen Turing-Maschine U, wenn die irgendwas macht, wenn sie irgendwas ausschreibt, irgendwelche Bits, wir nehmen an, wir operieren ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit auf dem binären Alphabet, wenn die Bits ausschreibt, dann schreiben wir immer genau das Gegenteil aufs Ausgabeband. Wir drehen einfach die Ausgabe um. Das ist der klassische Trick bei den Diagonalbeweisen. Ja? Man macht das, was da steht, in der Diagonale und dreht um und deswegen kann man nachher zeigen, dass irgendwas nicht existieren kann. Also wir geben 1 minus b aus. Und falls die Maschine gar nichts schreibt, dann schreibt man 0 aufs Band. Das ist egal, ist nachher kein Problem, weil wir werden nachher eine Maschine erhalten, die tatsächlich was macht. So, wichtig ist erstmal jetzt zu beobachten, dass D ein Entscheider ist. Sie hält also immer an und zwar in höchstens n hoch 1,4 Schritten. Also entweder hält sie vorher an, weil ihre simulierte Maschine anhält, oder sie simuliert sie halt für 1,4 Schritte und gibt dabei irgendwas aus. Das bedeutet, ihre Sprache liegt definitiv in D-Time von n hoch 1,5, weil 1,5 größer als 1,4 ist, strikt größer. Okay, so und jetzt kommt der Diagonalisierungsteil. Wir zeigen jetzt, dass die Sprache dieser Maschine D, die wir gerade konstruiert haben, dass die nicht in D-Time von n liegen kann. Dass also D-Time von n hoch 1,4 strikt größer ist als D-Time von n. Dann machen wir folgendermaßen. Angenommen, es gäbe eine andere Turing-Maschine, deterministische Turing-Maschine, dann nennen wir sie D-Prime, die das gleiche macht wie D, die also identisch ist zu ihr, die aber schneller läuft, die nämlich in Zeit Konstante mal n läuft. Die Konstante brauchen wir wegen dem kleinen o. Ja? Dann stellen wir erstmal fest, dass wir erinnern uns, ich habe vorletztes Mal, als wir über Komplexität und über Landau-Notation gesprochen haben, habe ich gesagt, es gibt dieses universelle Approximationstheorem, dass wir ja jede Turing-Maschine auf der universellen Turing-Maschine simulieren können und dass der Overhead dafür, das zu tun, höchstens logarithmisch ist, mal einer Konstante. Und die Konstante hat nichts mit der Eingabe zu tun, sondern nur mit der Größe der Alphabete der Turing-Maschine, die simuliert wird, und der Zahl ihrer Zustände. Das soll heißen, dieses D-Prime, von dem wir glauben, dass es gibt und dass es in Zeit C von Konstante mal n entscheidet, aber das gleiche macht wie D, die können wir auch auf U simulieren. Und das Einzige, was dabei passiert ist, dass wir einen logarithmischen Overhead kriegen. Das heißt, die Zeitkomplexität von der Simulation von D-Prime auf U
ist eine andere Konstante, die irgendwas mit der Größe des Bandes, Größe des Bandalphabets und dem Anteil der Zustände und der Zahl der Bänder zu tun hat, mal der Laufzeit der Originalmaschine d', also c mal n, mal logarithmischen Faktor, mal Logarithmus von n. So. Sie erinnern sich, dieser Logarithmus, der kommt von dieser amortisierten Laufzeitanalyse, dass man irgendwie schlaue Darstellungen von Übergängen in der Funktion macht. So, also das hier ist die Laufzeitkomplexität von unserem d' auf der universellen Turing-Maschine. Nicht von sich selber, weil sich selber nehmen wir an, hat Laufzeit cn, aber wir können sie simulieren auf der universellen Turing-Maschine. Und jetzt kommt eine interessante Beobachtung, über die wir bisher noch gar nicht so geredet haben, nämlich, dass jede Turing-Maschine nicht nur eine Gödel-Nummer hat, sondern abzählbar unendlich viele Gödel-Nummern. Denn wir können ja immer eine Turing-Maschine nehmen und ihr dann einfach noch irgendwelche Zustände hinzugeben, die nichts machen. Die stehen da einfach drin, aber die tun nichts. Die stehen aber halt mit drin im Code. Sie können natürlich ein Computerprogramm nehmen und da einfach Lärm außen rum schreiben, Lint, ja, der zu nichts führt, aber trotzdem das Programm verändert. Das geht bei Turing-Maschinen auch, indem man mehr Zustände hinzufügt oder das Alphabet irgendwie verändert, aber dann die Buchstaben nie verwendet und so weiter und so weiter. Deswegen gibt es ganz viele verschiedene Gödel-Nummern für, und zwar abzählbar unendlich viele, für jede Äquivalenzklasse von Turing-Maschinen in dem Sinne, dass sie die gleiche Sprache haben. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere deterministische Turing-Maschine d' und schauen uns die Menge aller möglichen Gödel-Nummern an, die sie äquivalent beschreiben. Und das bedeutet, es gibt auch beliebig lange Gödel-Nummern, die diese Maschine beschreiben. Ah, und da kommt der Kniff. So, jetzt wissen wir ja, dass natürlich es ein n0 gibt, sodass die Funktion n hoch 1,4 strikt größer ist als diese Laufzeit von d' auf der universellen Turing-Maschine. Klar, ja, das ist eine banale funktionale Aussage. Deswegen suchen wir uns jetzt eine Gödel-Nummer von d', die die Eigenschaft hat, dass sie länger ist als diese Zahl. Das heißt, die Eingabe ist jetzt strikt größer als diese Laufzeit. Und diese Eingabe, diese Gödel-Nummer von Länge größer n0, also größer als, so dass das n hoch 1,4 strikt größer ist als die Laufzeit von d' auf der universellen Turing-Maschine, die füttern wir jetzt in unsere Original-Turing-Maschine D. Und dann können wir diesen Widerspruchsbeweis führen. Nämlich, was passiert denn, wenn wir dieses X hier reinfüttern? Naja, also einerseits haben wir gerade gesagt, dass diese Maschine D' genau das gleiche macht wie D. Das heißt, ihre Ausgabe ist genau die Ausgabe von D auf X. Nach Annahme. Aber wenn wir dieses X unserer Maschine D füttern, dann simuliert sie ja genau d' für O von für 1, Länge von ihrer Gödel-Nummer hoch 1,4 Schritte und dreht dann immer die Ausgaben aus, um. Das heißt, sie gibt genau das Gegenteil von dem aus, was d ausgibt, was d' ausgibt, Entschuldigung. Das heißt, wir haben einerseits hier oben den Satz stehen, dass d' genau das Gleiche macht wie d und hier oben den Satz stehen, dass d genau das Gegenteil von d' macht. Ergo, Widerspruch, es kann keine Turing-Maschine in diesem strikt kleineren Raum, oder es kann keine Turing-Maschine in diesem Raum d-time von n geben, die das gleiche macht wie unsere Maschine d. Einfach, weil dieser Raum zu klein ist. Es gibt einfach nicht genug Turing-Maschinen in, oder andersrum, in diesem Raum d-time von n hoch 1,5 gibt es so viele Turing-Maschinen, dass da strikt mehr drinstehen, funktional mehr drinstehen, als in dem Raum d time n. Soll heißen, und jetzt, das war jetzt nur die Variante mit 1,4 oder 1,5 n hoch 1,5 statt n. Das geht eben allgemeiner mit dieser präziseren Aussage hier für alle solche Funktionen. Und der Trick dabei ist einfach, dass das Übersetzen auf die universelle Turing-Maschine, also das äquivalente Reproduzieren dessen, was die andere Maschine macht, nur logarithmischen Overhead hat. Und deswegen kommt man zu dem logarithmischen, zur logarithmischen Aussage. Soll heißen, das machen wir vor der Pause, dann machen wir Schluss, machen wir Pause, dass wir schon sagen können, dass für deterministische Turing-Maschinen
wenn wir ihnen mehr Zeit geben, sie auch strikt mehr berechnen können. Das heißt, die Menge der Probleme, die von deterministischen Turing-Maschinen in exponentieller Zeit entschieden werden können, die ist strikt größer als P. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Menge aller Probleme, die von nicht-deterministischen Turing-Maschinen in polynomieller Zeit entschieden werden können, ob die strikt größer oder gleich ist zu der Menge der Probleme, die von deterministischen Turing-Maschinen in dieser Zeit entscheidbar sind. Das heißt, anders formuliert, es ist mit Sicherheit so, dass es besonders schwere Probleme gibt, für die eine deterministische Turing-Maschine einfach exponentiell viele Kombinationen Brute Force durchprobieren muss und es keinen anderen Algorithmus gibt. Das ist keine Überraschung. Es gibt Probleme, die keine Abkürzung erlauben, wo man einfach jede Möglichkeit durchprobieren muss und wenn man das nicht tut, dann funktioniert einfach die Sprache nicht. Das heißt, dann macht die Maschine immer irgendwo einen Fehler. Es ist aber nicht klar, ob solche Probleme eigentlich in NP liegen. Denn es fehlt die Beschreibung dafür, was wir genau damit meinen, mit dieser Abwesenheit von Mustern. Und warum das so schwer ist, um noch ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, darüber reden wir nach der Pause. Jetzt gebe ich Ihnen erstmal die abgesprochenen 10 Minuten. Bis gleich. Also, wo waren wir stehen geblieben? Falls Sie mit der irrigen Annahme hierher gekommen sind, dass die PNP-Frage, was damit zu tun hat, ob exponentiell schwierige Probleme schwerer sind als polynomiell schwere Probleme, dann habe ich Sie hoffentlich jetzt über den subtilen Charakter dieser Frage aufgeklärt. Ich habe gesagt, dass es, wenn wir uns nur auf Determinismus beschränken, dass dann schon vollkommen klar ist, dass jedes bisschen mehr Zeit auch die Menge der Maschinen oder die Menge der Sprachen, die man entscheiden kann, strikt größer macht. Die Frage ist also nicht P versus Exp, sondern P versus NP oder andersrum NP versus Exp. Ja, es ist auch nicht klar, ob NP strikt kleiner ist als Exp. Es ist nur klar, dass P strikt kleiner ist als Exp. Also es könnte ja sein, dass NP gleich Exp ist und ungleich P. Oder dass P gleich NP ist, aber NP ungleich Exp. Wir wissen nur, dass P ungleich Exp ist. Warum, bevor wir weitermachen, aber ist denn das alles so wichtig? Ja? Warum ist diese Diskussion überhaupt was Relevantes oder ist das vielleicht so ein bisschen so ein Sturm im Wasserglas, worin sich irgendwelche Akademiker verbissen haben und jetzt darüber diskutieren, wie viele Feen auf einem Stecknadelkopf tanzen können oder sowas? Gibt es da diese alten Analogien? Ist das denn überhaupt was, womit man sich beschäftigen sollte? Die Antwort ist schon ja, denn wenn bekannt wäre, dass diese beiden Klassen identisch sind zueinander, dass also Verifizieren genauso schwer ist wie Beweisen und umgekehrt, dann würde sich schon sehr viel verändern. Denn es würde bedeuten, dass eine ganze Reihe an Problemen, die scheinbar schwer sind und die ganz klar in NP liegen, fundamental leichter werden würden, weil es Polynomialzahlalgorithmen für sie gäbe. Und das, wie wir in den folgenden Vorlesungen Ihnen noch zeigen werden, die überübernächste Vorlesung wird dann Alfredo Cantarella halten, wird Ihnen eine ganze Liste an Problemen liefern, die alle in NP sind. Genau genommen werden wir sogar merken, dass die alle NP-vollständig sind, dass sie also alle Probleme in NP darstellen. Die sind von großem praktischem Nutzen. Wenn P gleich NP wäre, dann könnte man zum Beispiel optimale Routen durch Logistik- oder Transportnetze finden. Die Deutsche Bahn könnte den perfekten Fahrplan finden, der die Fahrzeiten für den durchschnittlichen Passagier minimiert. Oder Logistikunternehmen könnten die perfekte Art und Weise finden, wie man optimal Pakete durch Deutschland schickt und damit einen Haufen Zeit sparen vermutlich und Geld und Effizienz für uns alle. Unter anderem wäre auch alle, oder nicht alle, aber große Teile der zeitgenössischen Kryptographie plötzlich nicht mehr valide. Lauter
Arten und Weisen, um Passwörter zu speichern, würden nicht mehr funktionieren oder wären zumindest offen für Polynomialzeit-Entschlüsselung. Das heißt, vieles würde auch weniger sicher werden, vieles wäre erratbar. Es gibt auch noch größere Aussagen, wie dass dann verschiedene Arten der verschiedene mechanisierte Formalismen der Naturwissenschaften plötzlich möglich werden, und zwar effizient möglich werden. Sie könnten einfach Computerprogramme schreiben, die gegeben einen Datensatz das kompakteste Naturgesetz finden, das ihn beschreibt, und so weiter und so weiter. Also es gibt da alle möglichen anderen Probleme, die ganz klar drin liegen in der NP-Klasse, die also definitiv in polynomieller Zeit nicht deterministisch gelöst werden können, die deswegen auch irgendeine Art von Struktur haben, die ist aber so vage definiert, dass es sie nicht richtig greifbar ist. Übrigens werden auch alle sechs anderen Millennium-Probleme von diesem Clay-Institut werden gleich mitgelöst. Das heißt, wenn es Ihnen gelingt zu zeigen, dass P gleich NP statt P ungleich NP, dann kriegen Sie nicht nur $1 Million, dann kriegen Sie $7 Millionen, weil Sie nämlich alle Probleme auf einmal gelöst haben. Ja, cool. Ja. Ein erster Widerspruch zu dieser Idee ist, oder zu dieser Aussage ist vielleicht, naja, nur polynomiellen Algorithmus zu finden, ist ja nicht unbedingt ein großer Gewinn. Also wenn ich vorher ein Problem hatte, von dem ich einen Exponentialzeitalgorithmus kannte, also das Einzige, was ich machen konnte, war irgendwie Brute Force, und danach einen Algorithmus habe, der von Komplexität n hoch 100 ist, dann bringt mir das ja auch nicht so wahnsinnig viel, oder? Weil n hoch 100 sieht fast aus wie Exp. Das ist so halb richtig. Also hier ist nochmal so ein Plot von Laufzeit in polynomieller Art oder in exponentieller Art. Also die rote Kurve ist die Exponentialfunktion, in dem Fall der natürliche Logarithmus, nicht der Zweier, natürliche Exponentialfunktion, nicht die Zweier-Exponentialfunktion. Und hier sind zugehörige Polynome, n hoch 3, n hoch 10, n hoch 20. Das ist ein Log-Log-Plot. In Log-Log-Plots sind alle Polynome gerade Linien. Power Laws sind gerade Linien und die Exponentialfunktion sieht halt aus wie eine Exponentialfunktion. Und hier eingetragen habe ich, das mache ich jedes Mal, wenn ich die Vorlesung halte, neu, die aktuellen Spitzenleistungen von entweder Supercomputern oder dem, was man so für teuer Geld kaufen kann und in eine Workstation reinbauen kann. Der größte Supercomputer der Welt, der auf der Top 500-Liste steht, das ist vermutlich nicht der größte Supercomputer der Welt, weil der wirklich größte da nicht draufsteht. Der wirklich größte ist wahrscheinlich, wenn man so möchte, irgendwie alle Datencenter von Facebook zusammen oder so, oder von Google, weiß ich nicht. Aber der größte, der gelistet ist, hat 1714 Petaflops, also Floating Point Operations pro Sekunde. Wenn man den ein Jahr lang laufen lässt, dann macht er so Größenordnung 10 hoch 27 Operationen. Das hier ist ein Tag auf einem richtig guten GPU-Workstation, sowas wie wir hier in Tübingen stehen haben für die Machine Learning-Forschung. Wenn man da einen Tag lang läuft, kriegt man so irgendwie 10 hoch, was weiß ich, 20 oder so Flops. Sie sehen also, das sind schon durchaus endliche Werte im Vergleich zu diesen Kurven. Und je nachdem, wo man hier so schaut, für die Größe der Eingabe ist man da sehr schnell auch drüber. Sowohl für Exponentialfunktionen als auch für große Polynome. Aber der Unterschied zwischen den Polynomen ist schon drastisch im Vergleich zur Exponentialfunktion. Also, wenn man mal angenommen, man hätte einen Algorithmus, der in n hoch 10 läuft, dann kann man da dann durchaus deutlich größere Eingaben vielleicht rechnen in halbwegs brauchbarer Zeit, als wenn die Funktion exponentiell ist. Vielleicht die wichtigere Aussage ist aber, es ist auch historisch oft so, dass wenn für bestimmte Probleme ein Polynomialzeitalgorithmus gefunden wurde von irgendjemandem, dann war das oft zuerst so ein irgendwas mit n hoch 20 oder halt irgendeiner hohen Zahl, n hoch 23, n hoch 28 oder so, weil es einfach nur darum ging, überhaupt zu zeigen, dass mit einer bestimmten Anzahl von genesteten Loops irgendwas machbar ist. Und dann kommt so zwei Jahre später ein zweites Paper raus von irgendjemand anderem, der das Ding nochmal in Ruhe durchgelesen hat und irgendeine schlaue Variante des Algorithmus gefunden hat, die irgendwelche Loops spart. Ja, bessere Datenstrukturen, bessere Arten zuzugreifen, bessere Codierungen des Problems, sodass sie irgendwie nochmal deutlich kleiner werden, Abbildungen auf irgendwelche linearen Algebra-Tricks und so. Und dann kommt man plötzlich runter von 20 auf n hoch 3 und dann ist auf jeden Fall plötzlich wieder, sind Sachen irgendwie wieder machbar. N hoch 3 ist so die typische Komplexität von schweren Polynomialzeitproblemen mit praktischen Algorithmen. So, Sie kennen so aus den ersten Semestern Matrix
Dekomposition, ne? Singulärwertzerlegung, Eigenwertzerlegung, Inverse bilden von Matrizen, das ist immer so n hoch 3. Das ist so die Arten von Operationen, die man braucht für ganz viele verschiedene Dinge. Das heißt, es wäre schon echt hilfreich, wenn wir rauskriegen könnten, dass P gleich NP ist. Das ist keine unnötige oder irgendwie nischenhafte akademische Diskussion. Es gibt schon einen Grund, warum das ein Millennium-Problem ist. Weil seine Lösung wirklich fundamental das Verständnis von Berechnung verändern würde. Warum also können wir das immer noch nicht zeigen? Warum gibt es immer noch nach 50 Jahren Arbeit noch keine Beweise dafür, dass P gleich oder ungleich NP ist? In dem Rest der Vorlesung heute möchte ich Ihnen dafür ein Bauchgefühl geben, warum das schwer ist. Wir werden natürlich nicht genau verstehen können, warum das schwer ist. Dazu muss man sich sehr viel mehr Zeit vornehmen und viele dicke Bücher lesen. Aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man sich als universitär ausgebildeter oder ausgebildeter InformatikerIn wahrnimmt, dass man dann wenigstens eine Ahnung hat davon, warum das schwer ist. Und nicht nur weiß, dass das irgendwie schwer ist und keiner kann es beweisen. Und die erste wichtige Takeaway, dass man da so rausnehmen kann aus dieser Slide und der davor hier, ist, dass es natürlich schon extrem unwahrscheinlich scheint, dass P gleich NP. Weil es so wahnsinnig viel bedeuten würde, dass man sich irgendwie denken sollte, naja, da hätte man schon irgendwie drüber stolpern müssen, ne? Wenn es da eine Lösung für gäbe, irgendeinen coolen Trick. Und das ist vielleicht am besten abgebildet durch dieses Zitat von Juris Hartmanis. Wir wissen schon, dass P natürlich ungleich NP ist. Wir wissen nur nicht, wie man es beweisen soll. Wir haben keine Technik gefunden, um es zu erklären. Und das macht es eigentlich vielleicht auf eine Art auch nochmal für die Theoretiker zumindest spannend, weil in der Tatsache, warum es nicht beweisbar ist, bislang tiefe Erkenntnisse versteckt sind darüber, was Rechnung eigentlich bedeutet. Und auch in noch weiteren Ergebnissen um dieses Problem herum, die wir in den späteren Vorlesungen uns noch anschauen werden. Juris Hartmanis übrigens, Sie sehen hier ihn noch in Farbe, weil er erst vor 2 Jahren gestorben ist, auch so ein interessanter Charakter von jemandem, der tatsächlich noch bis ganz vor kurzem gelebt hat. Der ist im Lettland geboren, 1928, vor dem Zweiten Weltkrieg, und dann noch als junger Mensch geflohen mit seiner Familie, als die Sowjetunion einmarschiert ist in Lettland, nach Deutschland, hat in Marburg studiert, den Magister gemacht und ist dann nach Amerika ausgewandert, wo er den Rest seiner Karriere verbracht hat. Das heißt, falls hier irgendwo Flüchtlinge im Raum sitzen, vielleicht ein schönes Rollenvorbild. Er ist einer der großen Genies der Komplexitätstheorie geworden und hat 1993 den Turing Award bekommen. Tolle Paper auch zum Lesen. Ich habe nachher ein paar in den folgenden Slides, gibt es immer Links unterstrichen. Können Sie draufklicken, kommen Sie direkt zu dem Originalpaper, auch zu einem von Ihnen. Warum also ist es schwer zu beweisen, dass P ungleich P ist? Und da melde ich eine Herausforderung, einen Beweis werde ich versuchen, mit Ihnen möglichst konkret zu machen, um zu verstehen, warum das eigentlich schwer ist. Und dann die anderen weiter fortführenden Versuche, die werde ich nur erwähnen, ganz am Ende auf der letzten Slide. Nämlich das Problem der Diagonalisierung. Also, man könnte ja, also es gibt im Prinzip eine einzige Technik, die Sie alle jetzt schon kennen aus der Mengenlehre, mit der man zeigen kann, dass zwei Mengen strikt ungleiche Mächtigkeit haben. Und die heißt Diagonalisierung. Ja, das heißt, wir machen sowas wie, wir schreiben irgendwie wir wissen, dass es abzählbar unendlich viele Turing-Maschinen gibt, die durch ihre Gödelnummern dargestellt sind. Das heißt, wir schreiben untereinander die Liste aller Turing-Maschinen und dann schreiben wir da oben die Liste aller Eingaben zu diesen Turing-Maschinen, die wir machen können. Und dann schauen wir uns die Diagonale dieser Tabelle an, schauen, was da rauskommt, wenn wir diese Maschine auf diese Eingabe anwenden und dann drehen wir die Ausgabe um. Das haben wir gerade eben gemacht, vor der Pause. Und indem man dieses Umdrehen durchführt und dann zeigt, dass diese Ausgabe von der umgedrehten, die da rauskommt durch dieses Umdrehen, dass man die explizit berechnen kann durch irgendeine Turing-Maschine in NP und die Liste von links von den Turing-Maschinen sei die Liste aller Turing-Maschinen in P, dann hat man doch das Gefühl, sollte man irgendwie fähig sein zu zeigen, dass es einfach strikt mehr Maschinen in NP gibt als in P und deswegen diese beiden Mengen unterschiedlich mächtig sind. Um es noch etwas formaler zu machen,
ist, das ist die Aussage aus dem Arora und Barak, könnten wir sagen, Diagonalisierung ist im Prinzip eine Beweistechnik, die nur folgende zwei Annahmen verwendet. Nämlich, die Menge aller Turing-Maschinen ist abzählbar. Das heißt, wir können sie darstellen durch ihre Gödel-Nummer. Und zweitens, damit es in der Komplexität funktioniert, müssen wir sagen, wir können auch alle Turing-Maschinen auf einer Turing-Maschine realisieren, nämlich der universellen Turing-Maschine, in logarithmischer Laufzeit. Beide diese Aussagen sind unstrittig. Ja, also, dass die gelten, ist kein Problem. Leider stellt sich raus, dass die beiden alleine nicht ausreichen, um einen Diagonalbeweis zu führen. Und das liegt daran, also erstmal als erste Intuition, dass diese beiden Aussagen alleine nichts darüber aussagen, wie die Turing-Maschinen eigentlich funktionieren, was da intern passiert. In dieser Abstraktion haben wir im Prinzip nur gesagt, es gibt da ein Berechnungsmodell, in dem gibt es abzählbar unendlich viele Rechnungen und die können alle auf einer Maschine realisiert werden mit nur logarithmischem Overhead. Logarithmisch ist wichtig, weil damit sind wir so in P operieren, können wir alles abbilden auf diese eine Maschine. Und dann verändert sich dieser P-Overhead dadurch nicht. Und nichts da drin sagt aus, wie genau diese Rechnung abläuft. Was die macht, dass da ein Band drin ist und gelesen und geschrieben wird und so weiter. Und wenn man darüber eine Weile nachdenkt, dann wird einem klar, dass das erlaubt, die Definition der Turing-Maschine aufzuweichen und ihre Mächtigkeit zu verändern, ohne dass diese beiden Annahmen verletzt werden. Und diese Idee hat sich übersetzt inzwischen in das Konzept von sogenannten Orakelmaschinen, Oracle Machines. Die funktionieren folgendermaßen. Eine Orakelmaschine ist eine Turing-Maschine, die Zugriff hat auf ein zweites Band. Wir nennen das Orakelband, Oracle Tape. Und auf diesem Band darf sie auch schreiben, lesen und schreiben. Und sie hat drei besondere Zustände. Sie hat ihre normalen Zustände, wie die anderen Turing-Maschinen auch, und hat sie drei besondere Zustände, die heißen Q-Orakel, Q-Ja, Q-Nein. Q-Oracle, Q-Yes, Q-No. Und wenn die Maschine instanziiert wird, dann wird ihr zusätzlich zu ihren Zuständen, zu ihrem Tape, zu ihrem Arbeitsalphabet, wird ihr auch noch eine Sprache mitgegeben. Ja, also eine Menge an Mustern, so eine Art 0-1er-Liste auf der klinischen Hülle des Binäralphabets. Auf die hat sie Zugriff und die nennen wir das Orakel. Die ist vom Typ wie eine Turing-Maschine. Aber wichtig ist, dass bei der Instanzierung der Maschine die mitgegeben wird. Also, dass jede Maschine relativ ist zu diesem Orakel. Das Wort relativ wird gleich noch wichtig. Und danach kriegt die Maschine ihre Eingabe, X, und fängt sie an zu arbeiten. Und die hat jetzt die besondere Fähigkeit, dass sie während ihres Verarbeitens in den Zustand Orakel übergehen kann. Und wenn sie das tut, dann checkt die Maschine auf dem Orakelband, was da im Moment gerade steht. Wie gesagt, das Band kann man ja verändern. Und falls das, was gerade in dem Orakel, was auf dem Orakelband steht, zu dieser Orakelsprache gehört, dann geht sie danach über in den Ja-Zustand. Und falls das, was gerade auf dem Band steht, nicht zum Orakel gehört, dann geht sie über in den Nein-Zustand. Und das Entscheidende ist jetzt, steht hier in Fett, dass dieser Prozess übergehen in diesen Zustand, checken auf dem Orakelband, was da gerade steht, ob das im Orakel ist oder nicht, und dann in Ja- oder Nein-Zustand übergehen, das zählt als ein Rechenschritt. Wir nennen das einfach einen Schritt. Wir nennen jetzt als Notation, nennen wir MOX die Ausgabe der Turing-Maschine M, wenn sie auf der Eingabe X operiert und diese Turing-Maschine eine Orakel-Turing-Maschine ist, die Zugriff hat auf ein bestimmtes Orakel, also auf eine bestimmte Sprache O. Das Gleiche kann man auch mit nicht-deterministischen Orakeln machen. Alles genau das Gleiche, komplett analog, einfach nur alles nicht-deterministisch. Und dann können wir natürlich da auch wieder so Komplexitätsklassen bauen. Wir können immer relativ zu einem Orakel die Komplexitätsklasse PO definieren, ist die Menge aller Sprachen, die von deterministischen Orakel-Turing-Maschinen in polynomieller Zeit entschieden werden können, wenn diese Orakelmaschinen Zugriff auf das Orakel O haben, auf ein ganz konkretes.
Nicht jede Maschine da drin hat ein eigenes Orakel, sondern die haben alle das gleiche Orakel. PO. Also P relativ zu O. Und jetzt gibt es einen Satz, einen groß gefeierten Satz von Baker, Gill und Soloway 1975. Es gibt Orakel A und B, also Sprachen, so dass P und unter A, relativ zu A, P gleich NP ist und relativ zu B, P ungleich NP. Vielleicht noch ein wichtiger Satz dazu. Relativ zu einem Orakel ist die Menge der Turing-Maschinen wieder abzählbar. Das heißt, relativ zu einem Orakel kann man immer solche Diagonalargumente aufmachen oder nicht. Ja, also diese Annahme 1, Abzählbarkeit, Unsimulierbarkeit auf der universellen Turing-Maschine, die sind beide jeweils relativ zu einem gegebenen Orakel realisierbar. Das heißt, diese Annahmen alleine stehen nicht im Widerspruch dazu. Das heißt, was hier steht, ist, es gibt, also zunächst mal, es gibt Orakel, so dass P gleich NP, und es gibt Orakel, so dass P ungleich NP ist. Dieser Satz wird übersetzt oder wird auch dargestellt als, oder wird formuliert als, die Aussage P gleich oder ungleich NP relativiert, nennt man Relativierung, ja, habe ich auch eine Slide dazu. So. Also, sprich, es braucht eine zusätzliche Annahme in unserem Axiomsystem, die uns entscheiden lässt, ob wir in einer Welt leben, in der P gleich NP oder P ungleich NP ist. Und Sie kennen diese Art von Relativierung oder diese Struktur, sowas Ähnliches wie Relativierung, schon aus der Mengenlehre. Wir haben über die Kontinuumshypothese geredet, ja, und gemerkt, dass die Kontinuumshypothese unabhängig ist von den bestehenden Axiomen der Mengenlehre, diesen Zermelo-Frenkel mit Auswahlaxiom, ZFC, Zermelo-Frenkel with Axiom of Choice. Ja. Dass also, ob es noch eine Menge zwischen N und R gibt, zwischen den natürlichen Zahlen und den reellen Zahlen, die strikt weniger mächtig ist als die reellen Zahlen, aber strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen. Das ist eine Entscheidung, die man auf Basis der Mengenlehre nicht treffen kann, also auf diesen Axiomen von ZFC, die also unabhängig ist davon. Aber der Charakter dieser Aussage hier ist nochmal eins diffiziler. Bei der Mengenlehre ist es so, dass es halt dieses eine Axiom gibt, das man da hinzufügen kann oder nicht. Das heißt, man kann entscheiden, ob man in einer Welt leben möchte, in der ZFC plus Kontinuumshypothese gilt oder in einer Welt leben möchte, in der ZFC ohne Kontinuumshypothese gelten soll. Hier ist es viel fieser, denn wir müssen uns entscheiden, welches Orakel wir verwenden wollen. Und es gibt ja überabzählbar viele Orakel. Das ist nämlich die Menge aller Sprachen über der klinischen Hülle des binären Alphabets. Und das fühlt sich doch irgendwie enttäuschend an, dass man jetzt also quasi sich aus einer überabzählbar großen Menge irgendwas rausnehmen muss, um zu sagen, das ist die Welt, in der ich gerne leben möchte, damit P ungleich NP ist. Das ist keine befriedigende Aussage. Das heißt, was man eigentlich gerne möchte, ist ein drittes Axiom hinzuzufügen zu diesen beiden Axiomen, die wir verwenden für die Diagonalisierbarkeit, die was darüber aussagen, was wir meinen mit Berechenbarkeit oder mit dem Prozess der Berechnung in unserem Berechnungsmodell. Denn Sie erinnern sich natürlich, das sollte nicht irgendwie was Superspezifisches über die Turing-Maschine sein, denn wir wollen ja diese Allgemeinheit behalten. Sie arbeiten ja gar nicht auf Turing-Maschinen, wir arbeiten ja mit While-Schleifen oder dem Lambda-Kalkül oder was auch immer. Wir wollen was haben, was irgendwie allgemein innerhalb der Church-Turing-These funktioniert, dass also irgendwas eine Aussage über Berechnungsmodelle ist, der man sich anschließen kann und sagen, ja, alle Berechnungsmodelle haben diese Eigenschaft, so dass danach zeigbar ist, dass P ungleich NP ist. Oder vielleicht P gleich NP, aber wahrscheinlich eher P ungleich NP. Und wie diese Art von Information aussehen kann, dafür gibt es auch erste Hinweise. Sie können da oben rechts auf dieses Paper klicken von Arora, dem, der das Buch geschrieben hat, Impagliazzo und Vasirani von 1993, ist auch ein schöner Text zu lesen, sehr interpretierbar, die versuchen
also deren Argument ist, deren Versuch, da voranzukommen, ist so eine vage Intuition, dass das Besondere an dem Berechnungsmodell eine Form von Lokalität ist. Bei der Turing-Maschine ist es die Tatsache, dass sie in jedem Schritt immer nur ein oder eine konstante Zahl an Zeichen aus dem Band liest und dann nur einen konstanten Schritt nach links oder rechts macht. Dass also ihre Berechnung etwas mit einer lokalen Struktur zu tun hat und nicht global auf allem gleichzeitig passiert. Und das ist ja auch irgendwie intuitiv das, was da bei dieser Relativierung schiefläuft. Wenn man beliebige Orakel zulässt, dann ist durch dieser Orakelschritt, der macht was Globales. Der erlaubt dieses globale Testen, in dem irgendwas verschwinden kann. Und deswegen ist es wahrscheinlich, würde man hoffen, dass es irgendeine Art von Beschreibung der Rechnung gibt, die auch den Zugriff auf das Orakel irgendwie so einschränkt, dass danach klar ist, ob man in einer Welt bleibt, in der alle Orakel die Eigenschaft haben, dass p ungleich np ist oder eben, dass vielleicht p gleich np ist. Nur, wie das genau geht, ist leider, entzieht sich immer noch dem Griff der Menschen, die daran forschen. Und wenn Sie verstehen wollen, warum das schwer ist, empfehle ich Ihnen mal tatsächlich den Blick auf dieses Paper. Da wird nämlich versucht, so ein Axiomensystem aufzubauen. Und da wird einem schnell klar, warum das so ein bisschen Kopfschmerz macht. Ja, das ist nicht so einfach wie irgendwie lokal und dann geht's, sondern man muss da was über die Klasse an Funktionen beschreiben, die da, auf denen da operiert werden kann. Und da fügen die dann so ein Axiom hinzu, das sie lokal nennen. Ja. Okay, also zunächst mal ist damit vielleicht ein Gefühl dafür entstanden, warum Diagonalisierung als einfache Beweistechnik so out of the box nicht funktionieren wird. Dass wir also irgendwie mehr brauchen, eine Beschreibung mehr brauchen, mehr Verständnis brauchen dafür, was diese Rechnungen eigentlich machen. Eine andere Intuition, die man vielleicht haben könnte, ist, vielleicht ist das halt so ähnlich wie bei der Berechnung und Berechenbarkeitstheorie. Wir haben ja schon diese ganzen Aussagen gehabt, Satz von Rice, ne? Alle nicht-trivialen semantischen Aussagen über Turing-Maschinen sind unentscheidbar. Vielleicht ist einfach das auch so eine unentscheidbare Frage. Vielleicht ist halt einfach p ungleich np oder p gleich np, aber wir haben keine Möglichkeit, das zu entscheiden mit den Methoden unserer eigenen Berechnungsmodelle. Ja, vielleicht ist das einfach eine Frage, für die es keine entscheidbare Antwort gibt. Beispiel dafür ist tatsächlich hier für diese Art von Forschung stammt tatsächlich hier wieder von Juris Hartmanis, den Sie gerade schon gesehen haben. Da oben ist das Paper, können Sie auch darauf direkt draufklicken. Hier ist der Abstract da draus. Sie sehen schon daran, dass es mit Schreibmaschine geschrieben ist, schon ein bisschen eine Weile her. Der zeigt, dass, also Sie können auch mal den Abstract lesen, ja, zum Beispiel, dass es mit den Axiomen der Mengenlehre, ZFC, unter Umständen nicht möglich ist, bestimmte Fragen, wie zum Beispiel relativierte, schreibt er hier, Versionen, also relativiert ist genau dieses relativ zu einem Orakel, Versionen von p gleich np zu beantworten. Und eine andere Art, das zu schreiben, ist hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was er im Prinzip sagt, ist, es gibt eine Turing-Maschine M, so dass die Wahrheit der Aussage p relativ zu m gleich np relativ zu m unabhängig von den Axiomen der Mengenlehre ist. Wobei dieses p hoch, das ist also die Version mit dem po, ja, das sind die, wo das lm das Orakel ist für alle Turing-Maschinen, mit denen man da zusammenarbeitet. Und die Idee des Beweises ist so ein bisschen so eine Verdrehung dieses Satzes von Baker, Gill und Soloway, also wir wissen schon, dass es Orakel A und B gibt, sodass einmal P gleich NP ist und einmal P ungleich NP ist. Und jetzt schreibt man einen Beweis in Zermelo-Fränkel mit Auswahlaxiomen, der im Prinzip sagt, der den Satz übersetzt, falls P gleich NP relativ zu L, dann soll L so agieren, dass es im Prinzip das macht, was B macht. Das heißt, dann ist P ungleich NP. Und falls man einen Beweis versucht zu führen, dass P ungleich NP ist, dann agiert L so, als ob es A wäre und dann ist P gleich NP. Also sprich, es ist möglich, so eine Maschine zu bauen mit den Axiomen der Mengenlehre, dass diese Frage nicht beantwortbar ist. Das heißt, man muss irgendwie was Neues hinzufügen. Ist wieder klar, da fehlt irgendwie noch was. Ja? Aber das heißt, es könnte durchaus sein, dass mit den Axiomen, die wir uns entschieden haben zu benutzen, es einfach unentscheidbar ist, diese Frage zu beantworten. Allerdings wäre das in vielerlei Hinsicht ja sehr viel frustrierender. Ja? Also bei den
beim Halteproblem, da haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass das halt so ist. Ja, wir akzeptieren einfach, dass wir ein Berechnungsmodell benutzen, das lauter andere gute Eigenschaften hat, aber indem wir einfach fundamental nicht entscheiden können, ob die Maschine hält oder nicht, auf beliebigen Eingaben. Ja, wo wir das einfach, wir entscheiden uns, Maschinen zu bauen, die eben mächtig genug sind, dass das gerade nicht mehr geht. Wir könnten ja auch bewusst entscheiden, Maschinen zu bauen, sodass das geht. Wir könnten ja endliche Automaten bauen oder kontextfreie Grammatiken und so, ne? Aber halt keine Turing-Maschinen. Da ist das vielleicht irgendwie eine Entscheidung, mit der man leben kann. Aber hier fühlt sich das an, als ob das irgendwie, das kann ja nicht der letzte Schritt der Frage sein. Also das würde ja immer noch bedeuten, dass wir in einer physikalischen Realität leben, in der die Turing-Maschinen, vor denen Sie da sitzen, entweder die Eigenschaft haben, dass P gleich NP ist, oder die Eigenschaft haben, dass P ungleich NP ist. Wir wissen es nur nicht. Ja, also das ist was anderes, als zu wissen, dass die Maschinen, die vor Ihnen stehen, die Eigenschaft haben, dass sie keine Entscheider für ihre Halteprobleme bauen können. Das wissen wir einfach, dass das nicht geht. Okay. Ja. Aber hier wäre die Tatsache, wir wären uns schon immer noch einig, dass eins von beiden richtig ist und wir es nur nicht wissen. Und das fühlt sich nicht nach einer akzeptablen Situation für das Axiomensystem an. Darunter ist so ein Zitat von Michael Sipser, derjenige, der das Buch geschrieben hat hier. I state at the outset my opinion that our current inability to resolve this question derives from insufficient brain power rather than any lack of power in our formal systems. Wir haben es einfach noch nicht verstanden, sagt er. Und in der Tat ist das nicht der einzige Versuch, diese Relativierung zu umgehen. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren, die ich jetzt hier aus der Habilitationsvorlesung von Lena Schlüpf genommen habe. Die finden Sie übrigens alle auch im Aroa und Parag jeweils ganze Kapitel dazu, sind sehr ausführlich. Ich mache das jetzt wirklich nur in 5 Minuten, obwohl es eigentlich viel, viel komplexer sind. Zum Beispiel gab es einen ganz großen Forschungsprojekt, eine große Anstrengung in der Theorie-Community für die Entwicklung von sogenannten Boolean Circuits. Boolean Circuits sind eine Erweiterung von Boolean Formeln auf Directed Acyclic Graphs, also eine Erweiterung von Formeln auf Schaltkreisen. Und dann dadurch wird aus den Formeln ein Berechnungsmodell, in dem man Sachen realisieren kann. Und dann kann man so Fragen stellen wie, kann man mit solchen Boolschen Schaltkreisen, die eine polynomielle Größe haben, bestimmte Funktionen berechnen, die NP vollständig sind. Also alle Probleme in NP durch diese Art von Graphen gelöst werden können. Und wenn nicht, dann hätte man gezeigt, wenn das Gegenteil der Fall ist, dann hätte man gezeigt, dass das NP strikt mächtiger ist als P. Auch da gab es leider ein Problem. Also die ganze Slide ist jetzt immer so mit, hier ist eine Idee, hat jemand gesagt, man könnte ja mal das ausprobieren. Und dann ein paar Jahre später gibt es immer so einen Gegenbeweis. Hier ist so ein Paper, ich glaube, das ist jetzt auch ein Link, habe ich da drauf geklickt. Ja, versuchen Sie mal, sollte gehen. Habe ich nur vergessen, den Unterstrich drunter zu machen. 1994 gab es da ein Paper von Razborov und Rudic über die Überschrift des Natural Proof Barriers. Die finden also die Tatsache oder zeigen, dass mit diesen Boolschen Circuits man nur bestimmte Arten von Funktionen sinnvoll darstellen kann, natürlich darstellen kann, und alle anderen werden als unnatürlich, wirklich auch glaubhaft unrealistisch dargestellt, und zeigen dann ein Theorem, das zeigt, wenn es One-Way-Functions gibt, also welche, wo die Auswertung in eine Richtung polynomiell teuer ist und in die andere teurer, dann gibt es keinen natürlichen Beweis innerhalb dieses Frameworks Boolean Circuits für die Tatsache, dass NP ungleich P ist quasi. Wobei hier dieses P-Poly, das ist die Zahl die Klasse der Probleme, die von diesen polynomiell großen Boolean Circuits gelöst werden können. Die in einer bestimmten Art und Weise sehr ähnlich ist zu P. Da kommt der nächste Schritt. Man könnte was anderes, also die Boolsche Formeln tauchen da immer wieder auf. Da werden immer wieder Boolsche Formeln als Technik benutzt, um Ja, Nein, Wahr, Falschaussagen zu mechanisieren. Spoiler Alert, mit den Boolschen Formeln werden wir uns jetzt noch die nächsten 3 Vorlesungen beschäftigen müssen. Die stellen sich nämlich als tatsächlich sehr hilfreich heraus. Kommen wir aber noch dazu. Machen wir ab nächsten Dienstag. Eine andere Art, diese Formel zu erweitern, ist,
dass man boolsche Ausdrücke nimmt und dann den Variablen in diesen Ausdrücken keine binären Zuweisungen macht, wahr oder falsch, sondern eine diskrete Anzahl an möglichen Werten, die ihnen gibt, also abzählbare oder endliche diskrete Werte gibt, zum Beispiel Elemente aus einem Körper. Da gibt es ja durchaus so esoterische, diskrete Körper. Das ist ja ganz interessant, weil durch diese größere, kombinatorisch größere Zahl an Werten, die die Variablen annehmen können, man dann besonders effizient testen kann, ob eine Formel wahr oder falsch ist, also ob sie insgesamt valide ist oder nicht. Da gibt es so randomisierte Methoden, die dann sehr schnell, hoher Wahrscheinlichkeit entscheiden können, dass eine Frage, ob zwei Formeln identisch sind oder nicht. Und auch da gibt es wieder so eine Relativierungsbarriere. Hier ist das Paper dazu von Aronson und Richardson. Es gibt ein algebraisches Orakel. Ein algebraisches Orakel ist genau so ein Berechnungsmodell, das von diesem Typ arithmetrisierte boolsche Formel ist, also was anderes als eine Turing-Maschine, aber auch so von diesem Typ ist auch ein Berechnungsmodell, das man als Orakel benutzen kann, so dass P gleich NP ist unter diesem Orakel. Also wenn man glaubt, dass P ungleich NP ist, dann ist das nicht die richtige Technik. Da muss man irgendwas anderes benutzen, um davon rauszukommen. Und dann gibt es noch was ganz Verrücktes, irgendwie seit 2001 gibt es eine ganze Reihe von Papern, inzwischen sind es Paper Nummer 5, immer von den beiden Autoren, Molly und Sohoni, die Konzepte aus der algebraischen Geometrie verwenden, um zu versuchen, P ungleich NP zu beweisen. Ich habe null Ahnung davon, wie das funktioniert, aber die Lena Schlipf ist eine Expertin für algebraische Geometrie und sie sagt, ich zitiere sie selber, es scheint sehr, sehr, sehr viel schwieriger zu sein, als diese beiden Leute dachten. Die haben ihren Grant Money inzwischen aufgebraucht und sind leider immer noch nicht wirklich weitergekommen. Das heißt, das ist auch keine Antwort. Damit sind wir am Ende der heutigen Vorlesung. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich hoffe, dass Sie mitgenommen haben. Sie haben alle gehört, dass es irgendwie schwierig ist, zu zeigen, dass P gleich oder ungleich NP ist. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil NP die Menge aller Probleme enthält, die effizient verifizierbar sind. Und gleichzeitig lauter Probleme enthält, die von großer praktischer Relevanz sind, für die wir aber im Moment keine effizienten Algorithmen haben, um sie nicht zu verifizieren, sondern um sie zu entscheiden. Also um Beweise zu finden, statt Beweise nachzuvollziehen. Sie würden also tatsächlich unser praktisches Leben deutlich verändern, wenn wir zeigen könnten, dass P gleich NP. Deswegen gehen wir eigentlich davon aus, dass P ungleich NP ist. Und wir haben zunächst mal heute gesehen, dass es durchaus möglich ist, Hierarchien aufzuspannen zwischen verschiedenen Räumen. Wir wissen zum Beispiel, dass Speicherplatz und Zeit jeweils in so einer logarithmischen Zusammenhang zueinander stehen, in dem Sinne, dass also Log Space Teilmenge oder gleich von Pi Time ist und Pi Time Teilmenge oder gleich von Pi Space ist. Wir haben auch gesehen, dass wir das für die nicht-deterministischen und deterministischen Maschinen so zueinander machen können. Insbesondere gibt es sogar in Space eine Identität. Also bei Space Complexity ist es relativ einfach zu zeigen, dass Pi gleich NP ist, aber eben nur in Space und nicht in Time. Und gleichzeitig wir auch echte Ungleichheiten zeigen können. Also wir wissen schon, dass wenn wir uns auf Determinismus oder Nicht-Determinismus festlegen, dass es dann jeweils strikte Ordnungen gibt zwischen dem, was in bestimmter Zeit entscheidbar ist. Aber die eigentlich spannende Frage ist, ob das Verifizieren fundamental leichter ist als das Beweisen oder ob Beweisen fundamental schwerer ist als Verifizieren, ob also P ungleich NP ist. Und den Beweis dafür zu führen, sind sich zwar quasi alle einig, dass vermutlich P ungleich NP ist, aber den Beweis zu führen ist sehr schwer. Und das liegt daran, dass der Formalismus, der dafür verwendet wird, um zu zeigen, dass zwei Mengen unterschiedlich mächtig sind, nämlich Diagonalisierung, dass der zu vage ist, um sauber zu beschreiben, was wir eigentlich mit Rechnung meinen. Das heißt, um zu verstehen, inwiefern Verifizierung leichter ist als Beweisen,
brauchen wir eine genauere Beschreibung dessen, was verifizieren eigentlich heißt oder was rechnen eigentlich heißt. Und vermutlich hat diese Rechnung, diese genauere Beschreibung irgendeinen Charakter von Lokalität. Der wird sich wahrscheinlich abbilden lassen auf die Tatsache, dass Turing-Maschinen immer nur an einer Stelle lesen oder auf endlich vielen Bändern, also eine endliche Anzahl an Variablen von irgendwelchen Bändern lesen und dann eine lokale, endliche Veränderung machen, nämlich was anderes draufschreiben, nach hier und da springen. Diese Art von Lokalität, die werden wir wahrscheinlich irgendwo brauchen. Und wenn wir das dann verstanden haben, eines schönen Tages, wird es mit Sicherheit auch noch ganz direkte Effekte darauf haben, wie Computer gebaut werden und was für Arten von neuen Schritten denen vielleicht dann hinzugefügt werden. Damit bin ich für heute am Ende. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit einer weiteren Charakterisierung von NP, nämlich der Tatsache, dass es da drin durchaus Probleme gibt, die die komplette Klasse charakterisieren. NP-vollständige Probleme. Bis dahin, schönes Wochenende.